Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen kurzen Sonderbericht vom 29.01.2024, der die Geburtstagsfeier wiedergibt, die die Zukunftsschmiede Gevelsberg e.V. Fachforum Radverkehr begangen hat hier in Gevelsberg. Auch der Bürgermeister war vor Ort und wird hier auch gleich zu der Sache ein ausführliches Statement dazu abgeben. Dann ging es darum, ob die Dame, die für die Absprache mit der DB zuständig ist, ob die schon die Termine für den Freischnitt, der hier vorne noch fehlt, gemacht hat. Und dann sagt er uns einfach, ja, das weiß ich nicht, die ist in Urlaub. Wenn er aber der Projektleiter ist, dann müsste man ja eigentlich erwarten können, dass im Urlaub, wenn jemand Mitarbeiter im Urlaub ist, dass er sozusagen über den Sachstand informiert ist. Gibt eine einfache Lösung. Ja. Die Projektverantwortung auf die Stadt Gevelsberg übertragen, uns das Geld mitliefern. Ich würde mal sagen, dann sind wir in einem Jahr fertig. Ja. Warum geht das nicht? Weil man sowas noch nie gemacht hat. Das soll einfach werden. Darf ich auch ein paar Glückwünsche überbringen? Ja, lieber Herr Schäfer, lieber Mitglieder des Fachforums Radverkehr der lokalen Agenda. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich erstmal bedanken für eine unglaublich kreative, bürgerschaftliche Aktion, die ich in Gevelsberg so selten erlebt habe. Ich freue mich sehr, ich glaube, ich rede auch im Namen vieler anwesender Ratskolleginnen und Ratskollegen, wenn ich erstmal sagen darf, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für diese gelungene Aktion. Ja? Über Aktivismus ist ja in unserer Gesellschaft immer viel die Rede. Der Aktivistenbegriff ist ja auch positiv besetzt und hier ist heute wirklich mal ein Aktivist mit vielen Aktivistinnen und Aktivisten zusammengekommen, um eine besondere Geburtstagsaktion zu starten. Ich möchte unserem Halbwaisenkind, dem dritten Bauabschnitt, hier auch auf das Allerherzlichste gratulieren. Ganz viel Gesundheit. Auch Resilienz, Ausdauer, gesundes Immunsystem wünschen, dass es auch möglichst dann irgendwann in den nächsten Jahren wirklich zu einem stattlichen Burschen heranwächst. Ich glaube, der Radweg ist männlich, ne? Also wir im Bursche, okay, hoffentlich. Und ich möchte auch ganz, wie der Georg Schäfer das gerade gesagt hat, ich möchte das sensible Thema des Tunnels, der Tunneldurchquerung in Silschede, heute mal rausnehmen. Nicht, weil wir uns von dem Thema politisch verabschiedet hätten, im Gegenteil. Aber heute geht es darum, erstmal das Augenmerk darauf zu lenken und die Frage zu stellen, warum ist es nicht möglich, einen dritten Bauabschnitt in dem zugesagten Zeitraum von etwa 2 Jahren zu realisieren, wenn man damit begonnen hat, wenn viel, viel Steuergeld in diesen dritten Bauabschnitt an Vorplanungskosten und an Herstellungs- und Räumungskosten für die Trasse schon hineingeflossen sind und wenn die Städte Gevelsberg und Schwelm den ersten und zweiten Bauabschnitt, der hochkompliziert war, viel komplizierter als das, was hier zu tun ist, in etwa 2 Jahren fertiggestellt haben. Ich habe den Eindruck, hier wird nicht mit der nötigen politischen Energie darauf geachtet, dass dieses Projekt auch planmäßig umgesetzt wird. Denn die Trasse war schon freigeschnitten. Die komplizierten Überquerungsbauwerke sind im Grunde saniert. Der Asphalt ist drauf. Der Fledermausschutz, der wichtige, berechtigte Fledermausschutz im Klosterholztunnel, ist im Grunde bis auf wenige Restarbeiten auch fertig, beziehungsweise das könnte schnell über die Bühne gehen. Man muss nur wirklich dranbleiben. Und ich finde, dass in Zeiten von Verkehrswende, von Mobilitätswende, von Klimaschutz, wo Fahrradfahren hier zwischen Schwelm, Gevelsberg und Asbeck und im Grunde ja auch erweitert und später perspektivisch Richtung Albringhausen, Wetter, Witten, darf Radverkehr, Mobilitätswende nicht derart stiefmütterlich behandelt werden. Und deswegen möchte ich eigentlich dazu ermuntern, dass wir jedes Jahr hier wieder diesen Geburtstag feiern. So lange, bis der Radweg kommt. Und ich würde auch dazu ermuntern, den Minister jährlich zu dieser Geburtstagsparty einzuladen.
Und als Anreiz werde ich sagen, sollte ein nochmaliger Geburtstag erforderlich werden, spendiere ich auch eine Torte, die wir dann hier gemeinsam anschneiden können. Und dann muss aber wirklich Farbe bekannt werden, wie es weitergeht. Ich habe am 12. Dezember im Namen des Stadtrates von Rat und Verwaltung den zuständigen grünen Fachminister angeschrieben, habe ihm die ganze Misere dargestellt, erläutert, habe die Dringlichkeit der Aktion dargestellt und habe dann gedacht, wenn du einen Basisdemokraten anschreibst, dann wirst du als Vertreter der Basis auch eine basisnahe, schnelle Antwort bekommen. Bis heute hat die Stadt Gevelsberg keine offizielle Eingangsbestätigung für dieses Schreiben bekommen. Das ist etwas, was ich auch nicht nachvollziehbar finde. Ich finde, so geht man unter demokratischen und staatlichen Ebenen nicht miteinander um. Wir haben keinen Fax mehr. Und wir haben nachgefragt. Ich weiß, dass am 14.12. das Schreiben wohl eingegangen sein soll, aber ich finde zumindest mal eine Eingangsbestätigung und einen Hinweis darauf, dass eine zeitnahe Beantwortung erfährt, dieses Schreiben, hätte ich mir schon gewünscht. Ich werde heute mit dem Rückhalt aller Geburtstagsgäste nochmal erinnern, werde nochmal nach Düsseldorf schreiben, dass wir jetzt endlich eine Antwort, aber auch einen zügigen Baufortschritt wünschen bei dem Thema, denn das wächst sicher ansonsten zu einem Schildbürgerstreich aus, dass hier Millionen Euro von kommunaler und staatlicher Seite verbuddelt worden sind und im Grunde hier so ein Denkmal in der Gegend steht. Das geht nicht. Ich glaube, mit vereinten Kräften können wir gemeinsam bei dem Thema trotzdem was erreichen. Da sollten wir dranbleiben und uns auf jeden Fall vornehmen, dass deutlich vor dem 10. Geburtstag alles fertig ist. Sagen wir am besten vor dem 8. Das wäre eine Perspektive. Also das ist unser Ziel, unser Wunsch. Die Stadt Gevelsberg steht hinter Ihnen, die Ratsvertreter auch. Aber wir brauchen Sie. Ohne Bürgerinnen und Bürger ist die Kommunalpolitik nur halb so stark. Und deswegen mit vereinten Kräften. Herzlichen Dank. Und leider nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, Herr Köscher war auch eingeladen, hat sich auch nicht gemeldet. Nicht gemeldet? Schade, hat einen netten Brief geschrieben. Hat er Ihnen einen Brief geschrieben? Ja, Herr Schade. Ach, Herr Schade? Ja. Vom EM, unser Landtag. Okay, das ist nur schade. Nein, das finde ich also, dass der Minister nicht geantwortet hat. Aber ja, zwei Sätze sagen noch in Düsseldorf dazu. Weil, ja, vielleicht, das ist eine sehr interessante Antwort, die hier gestellt wird. Warum ist denn Düsseldorf zuständig, wenn Gevelsberg hier baut? Also in Düsseldorf hat man ja hehre Ziele, was den Ausbau der Radwegefernverbindungen im Land angeht. Und da hat man irgendwann gesagt, der Landesbetrieb Straßen NRW ist nicht mehr nur für die Autos zuständig, sondern er ist mit der gleichen politischen Intensität auch für den Ausbau des Radwegenetzes im Lande zuständig. Und dann hat man Strecken identifiziert wie diese, wo man gesagt hat, hier übernimmt das Land NRW die Verantwortung dafür und die Straßenbauhoheit, sag ich mal, diese Radwegefernverbindung zu erstellen. Und dieses gesamte Projekt ist aufgenommen in die Radwegeausbauplanung des Landes NRW und liegt im Zuständigkeitsbereich von Straßen NRW. In diesem oder im nächsten Jahrtausend? Jetzt aktuell, das ist die aktuelle Rechtslage. Und weil die Städte Schwelm und Gevelsberg so nett sind, haben Sie für die beiden ersten Bauabschnitte gesagt, liebes Land, wenn es nicht so gut geht, wie ihr, oder wenn ihr nicht so schnell vorankommt durch Personalengpässe, durch viele andere Projekte im Land, wären wir bereit, diese beiden Abschnitte schon mal in eigener Vorleistung zu erstellen. Haben wir auch gemacht, waren auch nach 2 Jahren fertig. Da haben wir natürlich gedacht, wenn wir die hier entlasten, wenn wir die da entlasten, geht es hier schneller. Aber manchmal irrt man. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Im ADFC Mitglied vor kurzem geworden. Und unterstütze die aber auch schon seit Jahren bei Frau Rath in Hattingen, war ich lange tätig und viele arbeiten jetzt im
ADFC zusammen, um stärker zu sein, mit mehr Leuten zusammen dafür zu werben. Und wir arbeiten als ADFC auch mit einigen Planern der Stadtverwaltung zusammen, aber da ist wie überall auch das Personal sehr begrenzt. Aber jetzt von diesem Projekt hatten Sie vorher wahrscheinlich dann auch... Ich kenne die Sachen alle. Ja. Was war Ihnen wichtig, dass Sie heute hier sind, sage ich mal? Ja, dass das... Ich habe nicht verstanden, dass das letzte Stück noch nicht fertig ist. Mhm. Ich bin seit Jahren jetzt auch als Wanderer zu Fuß unterwegs. Ja. Und zum Festkleben sind auch mal... Und ich habe einen Sohn gehabt, der wohnte in Schwellen. Jetzt wohnt er in Hattingen. Jetzt brauche ich hier nicht mehr, ihn zu besuchen. Aber ich wäre gern nach Köln gefahren. Ja. Da habe ich noch Verwandtschaft. Aber ob die das noch, die dann noch leben, wenn das fertig ist, das frage ich mich inzwischen. Und als Radfahrer würden Sie diesen Weg auch nutzen? Ja, natürlich. Hier fahre ich. Habe ich immer schon benutzt. Und neulich, im letzten Jahr, war die Brücke gesperrt. Da haben sie die Baufahrzeuge mitten drauf gestellt. Ja. Ich konnte aber sogar durchfahren. Ja. Als das ein Jahr vorher. Mhm. Die hatten eigentlich das meiste schon fertig gemacht. Ja. Und ich kenne die ganze Gegend, ich kenne hier jeden Weg. Mhm. Aber nicht nur hier, sondern im Ruhrgebiet. Ich bin hier aufgewachsen im Ruhrgebiet, bin hier im Schnellweg schon gefahren mit dem Fahrrad. Die Bundesstraße. Mhm. Der Ruhrschnellweg war bis 1977 Bundesstraße. Auf jeder Seite zwei Autostreifen, dann kam ein Grünstreifen und auf jeder Seite rechts und auf der linken Seite war ein breiter Fahrradstreifen. Und die Leute, die von Essen zum Borussia Dortmund fuhren, die konnten mit dem Fahrgewerbe schon ein Auto damals, die konnten fast eben ohne starke Steigung mal eben zum Fußballplatz fahren. Ja. Zum Brücke einmal kurz zurück. 6. Geburtstag, das wurde jetzt da so viel Sand aufgegriffen von dem Radforum. Können Sie da schmunzeln oder überwiegt trotzdem der Ärger bei Ihnen? Also da kann man mittlerweile mitlachen, wie... Ich bin das gewohnt. Ja. Die ganze Planung des Radschnellweg 1, die ich von A bis Z kenne, die Machbarkeitsstudie kann jeder im Internet nachlesen, die vielen 100 Seiten. Mhm. Und die schönsten Strecken kenne ich auch, die schon fertig sind. Ja. Die baue ich in meine Planung ein. Meine Frau fährt auch gerne Fahrrad. Wir fahren dann ein Zweierteam. Manchmal fahre ich mit denen zusammen. Mhm. Und ich bin ein Ruhrgebietsmensch und ich erlebe hier, dass vieles noch mehr möglich ist, was sehr positiv wäre fürs Ruhrgebiet, wenn die nur machen würden. Mhm. Ich habe viele Auswärtige getroffen. Die werden immer mehr, die sich für das Ruhrgebiet interessieren. Die kommen mit dem Fahrrad oder zu Fuß, mit dem Auto und machen von hier aus die Touren, auch mit Leihfahrrad. Das wird hier unterschätzt. Es ist ja so, dass die Vertreter in den Ratssitzen meistens Autofahrer sind und nur ganz wenige Radfahrer. Ich muss ihnen das jedes Mal von vorn bis A bis Z erklären. Und im Alltag kann man das. Ich werde dieses Jahr 80. Mhm. Okay. Fanden Sie die Veranstaltung, diejenigen, die vorbeigefahren sind, manche haben schon mal gehupt, manche haben rübergewunken. Glauben Sie, dass das trotzdem auch jetzt einen Effekt hat? Oder wird denen, die planen, das egal sein? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Okay. Wir haben das überall gesehen, nur das dauert. Wir sagen immer, dicke Bretter bohren und nicht aufhören zu bohren. Mhm. Haben wir mit der Stadtverwaltung immer weiter getrieben. Bei uns in Hattingen, da sind manche Sachen, die Leute kannten die Wege noch nicht mal, die man hätte besser machen können. Es geht ja nicht nur um Radfahrer, es geht um Fußgänger, Rollatorfahrer. Rollatorfahrer können nicht über so eine Piste, Schotterpiste fahren. Die würden aber auch gern mit dem Rollator hier mal rüberfahren. Mhm. Die werden ganz vergessen. Ich bin ja jetzt älter, ich habe Verwandtschaft mit Rollator. Ich kann das nachempfinden. Okay, super. Vielen Dank. Mit diesen letzten Videoeinstellungen möchte ich mich verabschieden von dieser Veranstaltung. Für euch gefilmt vom Fahrradkanal. Winke, winke, tschüss.